hatten wir das richtig geschätzt. Habt ihr schon gesehen? Also das war kein Sie zu kommen. Hier ist uns der Kang gebrochen. Ach so. So? Das ist super. So. Jawohl. Ja. Liebes Brautpaar, lieber Hochzeitsgäste. Ich habe mir sagen lassen, dass es Pflicht des Brautpaares ist, eine kleine Tischrede zu halten. Und ich möchte hiermit meinen Pflichten als Brautpaar nachkommen. Leider stehen mir die technischen Mittel eines amerikanischen Präsidenten nicht zur Verfügung, der bekanntlich eine Glasscheibe vor sich hat und seinen Text da ablesen kann. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn ich meinen kleinen Spickzettel gleich mal rausziehe und mehr oder weniger oder häufiger oder weniger häufig da mal einen Blick drauf werfe. Oh, Herr Böhrchen, Sie haben ja. 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 Das alles auswendig. Ja. 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 Nee, das ist nicht so viel, das sieht nur so viel aus. Nee, okay. Es gibt sicherlich eine ganze Menge Leute, die gedacht haben, die Hochzeit unserer einzigen Tochter würde in einem etwas größeren Rahmen gefeiert. Aber wir haben Sabine und Michael diese Entscheidung überlassen und sie haben sich gegen eine große Hochzeit ausgesprochen. Und eine Entscheidung, die meines Erachtens wichtig ist und die ich voll unterstütze. Lieber Michael, im Juni des letzten Jahres, da wurdest du von einem gemeinsamen Bekannten zu uns ins Haus gebracht. Als wir, ja, Sabine war gerade 22 Jahre alt geworden, als wir am nächsten Morgen in Sabines Zimmer kamen, da stellten wir fest, dass dort geraucht worden war. Und da wussten wir, nun hat es bei Sabine eingeschlagen. Man muss nämlich wissen, vorher durfte bei Sabine niemand im Zimmer rauchen. Es dauerte dann auch gar nicht mehr lange, es waren Tage, waren Wochen, vielleicht waren es auch nur Tage, dass Sabine mal eine Nacht ausblieb, um bei dir zu nächtigen. Aus der einen Nacht wurde dann sehr bald ein verlängertes Wochenende und genauso schnell packte Sabine ihre Koffer und zog dann ganz zu dir. Auch der Hundertöre. Ich weiß, das war schon vorausblendet, ne? Liebe Sabine, lieber Michael, wenn ihr jetzt nach einem Jahr des euch Kennenlernens euch entschlossen habt, eine Bindung fürs Leben einzugehen, dann erlaubt mir bitte aus meiner fast 25-jährigen